Moin Moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zurück zu Let's Play One Piece Treasure Cruise, japanische Version. Ihr habt richtig gehört, wir spielen wieder japanisch. Habt ihr wahrscheinlich auch an dem Paar-Namen erkannt, wäre ein bisschen komisch. Und ja, falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, sage ich euch das schon mal im Vorhinein hier. Danke für die 200 Abos. Ja. Wie gesagt, ich kann es nur noch öfter sagen, das ist vielleicht. Es kommt mir vor wie ein paar Tage, wo ich nur das 50-Abo-Special gemacht habe. Und ja, ich finde es einfach nur genial. Und ich hoffe, euch gefallen meine Let's Plays, wie gesagt. Ich versuche die halt wirklich so regelmäßig wie möglich zu machen und das seht ihr ja auch. Ich schaffe das eigentlich immer, jeden Tag mindestens ein One Piece Video hochzuladen. Und immer. Und meistens noch ein anderes zweimal in der Woche, das dann Checks und Widgets wäre. Ja, ich hoffe, das gefällt euch. Ich hoffe, falls ihr... Oh, jetzt, der sieht nice aus, der Manga, egal. Ich hoffe, falls ihr, also da hat sich jemand per ID geaddet. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwas... Keine Ahnung, irgendwie... Okay. Ja, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, ich weiß es ja nicht. Zum, oder eine Idee fürs 200-Euro-Special einfach einschreiben. Wie gesagt, ich bin da nicht. Ich habe nichts dagegen, Leute. Ich habe nichts dagegen. Sagt mir das immer gleich raus, dann kann ich das verbessern. Aber ich finde es genial. Ich finde es echt genial. Es ist. Das kommt mir wie gestern vor, dass ich den YouTube-Channel gestartet habe. Und jetzt sind wir schon bei 200 Abos. Ich finde es genial, Leute. Ich finde es genial. Ich habe mir nämlich schon überlegt, mache ich einen Jubiläumsstream? Mache ich irgendwas Besonderes in dem Sinne? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal auf die Extrainsel. Und wir sehen. Was? Die Extrainsel mit dem Boden? Nee, die ist gar nicht mehr da. Nein, und zwar gucken wir uns die an. Die neue Extrainsel für 5 Stamina. Und gucken, was wir da absnacken können. Man geht 3 Ruffy mit, ist immer nicht schlecht für die 5er Version. 5er Version schafft man eigentlich mit allen, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, wie gesagt, ich kann mich nur echt bei allen bedanken, die abonniert haben. Und ein separates 200 Abo Special kommt natürlich noch. Keine Sorge. Nett. Was auch immer die gesagt haben. Wie ihr seht, in der japanischen Version habe ich die Soundeffekte nicht ausgestellt. Das heißt, ich werde schlecht da hinten, ja. Aber ich finde es einfach echt irgendwie unterhaltsamer, wenn ich die Soundeffekte drin halte. Weil ansonsten ist das echt ein bisschen leise, wenn dann immer nur diese Musik loopt und loopt da im Hintergrund. Im Hintergrund, das ist dann echt auf eine Zeit echt nervig. Definitiv ist das echt nervig. So, habe ich noch ein anderes Thema zum Ansprechen? Eigentlich nicht. Keine neuen Neuigkeiten wegen dem Sugo-Fest, die ich jetzt mitbekommen habe persönlich auf Global oder hier. Das Sugo-Fest auf der japanischen Version war ja schon. Aber ja, ich weiß es echt nicht, Leute. Auf jeden Fall auf der Global-Version spare ich natürlich schon fürs nächste Sugo-Fest meine Gems. Hier bin ich ja noch im Teamaufbau. Und das ist übrigens der neue Buggy für alle, die den nicht kennen. Oder Buggy Wannabe. Ne? Also einer der... ein Initiator, so wie das schon aussieht fast. Aber naja. Ja, ich weiß es nicht. Ich will natürlich immer, wenn ich 5 Gems habe, irgendwie ein Summon machen. Damit wir auch gut in der Story weiterkommen. Weil ich habe das schon gemerkt, dass das schon manchmal echt knapp werden kann in der Story. Jetzt bei Pearl zum Beispiel letztens, ja, da sind wir eigentlich auch nur mit einem blauen Auge rausgekommen. Und deshalb, also, das war echt crazy. Das war echt crazy. Ja, aber deshalb, ich frage euch mal in den Kommentaren, wie sieht das aus? Soll ich mir jetzt immer für, wenn ich 5 Gems hatte, eine Summon machen? Oder auch hier sparen fürs Sugo-Fest auf der japanischen Version.
Ich möchte gerne eure Meinung wissen. Wie gesagt, deshalb frage ich das in diesen Parts. Und ja, als größeres Thema hätte ich jetzt gesagt, nehme ich jetzt mal ein Fund auch auf dem letzten, oder letzte Woche, am Sonntag letzte Woche auf dem Flohmarkt. Wie gesagt, ich habe da ja schon mal drüber geredet, wie der Flohmarkt einen schlechteren Ruf hat, als ihm gehört. Vor allem für Retro-Spielersammler, beziehungsweise, also die Retro-Spielersammler, die wissen, dass man auf dem Flohmarkt auch mal was Billiges schießen kann. Für alle, die die Metapher nicht verstehen, schießen, dass man da mal was Billiges erwerben kann. Und der steht einfach echt unter dem schlechten Licht, der Flohmarkt. Man bekommt nämlich echt geile Sachen da, die man echt nicht erwarten würde. Was mich zum nächsten Teil bringt. Und zwar habe ich ja für eine PlayStation 1 voll funktionsfähig mit allen Kabeln, zwar keine Controller, aber das macht mir nicht wirklich viel, da ich die eigentlich relativ viel bis überall herbekomme, für 15 Euro bekommen. Es ist zwar jetzt nicht der Mega-Deal, aber trotzdem ist es schon heftig, dass man die wirklich so billig bekommt mit allen Originalteilen, voll funktionsfähig. Also ist echt nice, da kann man wirklich zu nichts dazu sagen. Und deshalb, sowas hättest du nie irgendwo anders bekommen, wenn es nicht auf dem Flohmarkt gewesen wäre. Kurz vom Level up, schon wieder so muss das sein, nach einer extra Insel. Danke Benjo. Und wir begeben uns zur Main Story. Deshalb, lasst euch nicht abschrecken, wenn das Wort Flohmarkt kommt, sondern geht einfach mit, auch wenn es ein bisschen, ja, es ist ja noch nicht mal komisch, es kommt halt nur ein bisschen komisch, aber wie gesagt, solche Schnäppchen bekommt ihr nirgendwo anders, ist halt echt so. Weil eBay ist jetzt auch alles andere als Schnäppchen geworden. Wenn man sich wirklich eBay anguckt, da kannst du nicht wirklich sagen, dass du das Schnäppchen findest. Du bezahlst da einfach so den Durchschnitt jetzt, würde ich sagen. Du bezahlst nicht billig, du bezahlst meistens teuer bis Durchschnitt. Vor allem, wenn wir jetzt von größeren Verkäufern reden. Ja, also wie gesagt, für alle, die vielleicht mal ins Hobby rein wollen, Retro-Games finden, ja, dann kann ich hier gleich auch nochmal fragen, wollt ihr denn irgendwie so ein, ich weiß es nicht, ich würde es schon nicht Blog oder sowas nennen, sondern ich würde einfach so sagen, dass ich mal kommentiere, weil ich ja nicht auf jeden einzelnen Film allein finde. Und das hat ja auch was mit Spielen zu tun. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, das hat was mit Spielen zu tun. Und euch einfach mal zeige, was ich da bekomme. Auf dem Flohmarkt, beziehungsweise die Spiele, beziehungsweise was ich da den Tag gefunden habe und welche ich halt nicht gefunden habe, lasse ich einfach die Woche aus. Also es ist, wie gesagt, nur ein extra Video für euch. Das muss ich halt wirklich gucken, wie ich das mit reinbekomme in die tägliche Routine. Ja, wie gesagt, einfach mal so eine Frage, ob ihr das denn angucken würdet oder nicht. Oder ob euch sowieso irgendwas, also irgendwie interessiert. Wenn da Interesse entsteht, habe ich natürlich kein Problem, das zu machen, vor allem, weil es an einem Sonntag ist. Wenn da nichts Größeres ansteht, kann ich das einfach mal eben hochladen. Und deshalb, also, ich würde es machen, kein Problem. Wie gesagt, wenn das Leute interessiert, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Deshalb, ist ja auch mal klar, ist ja auch mal cool zu sehen, was ich so bekomme, was ich so auf dem Flohmarkt bekommen habe und vielleicht auch mal euch auch mal anspornen, auf einen größeren Flohmarkt zu gehen, würde ich ja schon was sagen. Ja, also einfach mal checken, was in eurer Umgebung gerade los ist. Hört sich jetzt fast schon wie ein Werbespot für Flohmärkte an, aber das gibt's nicht wirklich. Oder habe ich noch keins von gesehen.
Wir überziehen ein bisschen die Folge, aber das dürfte ja nicht schlimm sein. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und zwar um, ich denke jetzt mal so 50 Sekunden. Ich hoffe mal nicht so viel, aber naja. Naja. Da haben wir schon mal wieder den Ruffy Punch. Dann klauen wir den Kleinen eben weg. Oder auch nicht. Ja, wie gesagt, das ist auch mal so eine kleine neue Serienidee, einfach mal, ja, um mitzubekommen, was ich so mache. Keine Ahnung, ich bin halt wirklich nicht der geborene Blogger oder sowas. Sowas habe ich einfach nicht im Blut. Beziehungsweise, ich werde nie einen totalen Blog haben, wo ich irgendwie jeden Tag das sage, dass ich jeden Tag irgendwie ein Video mache, was ich jeden Tag gemacht habe. Also sowas wird es nicht so, sondern wirklich nur ein Video die Woche, wo ich ein bisschen labere über das, was ich bekommen habe. So, ist ein bisschen länger geworden die Folge, aber naja, kann man nicht wirklich was machen. Das sollte das Pirate Level abgeben. Und ja, ich bin Janisli, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Danke für die 200 Abonnenten. Und ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge One Piece Radio Cruise Japanisch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis dann, Leute. Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Janisli und ich wünsche euch einen schönen Tag.